Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem neuen Video. Ja, und zwar habe ich mir von der Bausteinecke ein Kogo-Set gekauft. Nummer 3733, Serie ist Engineering. Und das soll die Kristallbergwerk, oder wartet mal, jetzt muss ich nochmal eben blöd gucken. Ne? Wie heißt es jetzt nochmal genau? Einfach nur Kristallbergwerk, genau. Kristallbergwerk sein. Mit 604 Teilen und 4 Minifiguren. Ja, wir haben da verschiedene Sachen dabei. Hier so ein Abbaufahrzeug, was den Fels aus der Wand bohrt. Ein Fahrzeug, was den Müll wegfährt. Und dann haben wir hier irgendwie so eine Art Waschsortieranlage, um die Kristalle auszuwaschen oder zu sortieren. Könnte man natürlich genauso als Goldwaschanlage bezeichnen. Wenn das Kind da dann eher Gold waschen will, würde das, denke ich mal, auch funktionieren vom Stil her. Ja, hier so ein paar Wagen, Schubkarren und hier, denke ich mal, der Tresor, wo die Kristalle reinkommen, sieht fast so aus, bevor sie dann abtransportiert werden. Und dann gucken wir uns jetzt nochmal die Packung an. Ja, hier haben wir nur irgendwie noch so ein paar Dinger. Hier ein Teiltrenner dabei. Auf der Rückseite ist jetzt nicht viel anderes zu sehen, außer dass man hier irgendwie noch so ein paar Funktionen hervorgehoben hat. Aber das gucken wir uns dann alles im Detail an, wenn wir das dann zusammenbauen, wie das funktioniert. Ja, also ein reines Spielset, würde ich mal sagen. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was man sich ins Regal stellt als Displayset, sondern das ist was für Kinder. Und deswegen sollte das auch Funktionen bieten und halten, wenn Kinder damit spielen. Und das gucken wir uns jetzt alles an. Ich bin auf jeden Fall gespannt und würde jetzt einmal mit euch zusammen die Packung aufmachen. Dann drehe ich euch mal kameramäßig so ein bisschen anders hin hier. Und dann gucken wir mal, was da drin ist. So, fällt mir auch glatt der Schraubendreher runter. Ist er jetzt doch noch? Ja. Ich dachte, ich hatte vorher geguckt, ist da Klebestreifen oder Tesafilm dran? Nein, hatte ich gedacht. Ist ja nur da in der Mitte das Ding. Aber natürlich ist da doch was dran. Hätte mich auch gewundert eigentlich, wenn das nicht so wäre. Gut, machen wir mal auf, prüfen einmal. Oh, hier ist er auch noch. So. Wir müssen es einmal umdrehen und dann gucken wir mal hier in den Finger ins Loch und ziehen das mal raus. Interessant. Genau, den Karton packe ich mal weg. Der ist mir dann doch ein bisschen zu groß. Und dann stellen wir den Innenkarton mal hier hin und ich gehe mit euch ein bisschen höher. So. Und dann seht ihr, haben wir im Innenkarton nochmal eine zusätzliche Aufteilung. Die zwar irgendwie schön ist, aber auch nicht wirklich Sinn macht, also oder nicht sein muss, weil das ist nochmal wieder Pappe. Weil hier haben wir dann eine Tüte drin und Grundplatten, eine Tüte hier, der Teiletrenner. So ist an der Seite dran. Merkwürdig. Hier eine Tüte, zwei, drei und in dem Fach liegen nochmal zwei Tüten, wenn die dann auf jeden Fall Bauabschnitt getrennt werden, die Tüten. Aber ich kann hier auch, da ist irgendwie hier oben eine 1, aber nee, das haben die alle. Ich kann jetzt gar keine Bauabschnitte erkennen. Ach, hier ist nicht noch eine Tüte unten auf der Grundplatte. Und die Anleitung. Das ist auch cool. So, die kriegt man nämlich da auch kaum raus unter diesem Gitternetz. Und dann haben wir noch Aufkleber. Ja. So, dann packe ich den Karton auch weg. Und dann gucken wir mal die Anleitung an. Ich stelle euch wieder ein bisschen runter. So. Und ja. Also Bauabschnitte in dem Sinne haben wir nicht. Wir bauen zuerst das hier, aber da steht jetzt nichts mit einer Tüte, die wir dafür brauchen. Also würde ich sagen, müssen wir so oder so alle Tüten aufteilen. Und hätten dann diese Aufteilung da in dem Karton drin jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ich kann hier auf jeden Fall nichts erkennen, was irgendwie Bauabschnitte anzeigen würde. Genau. Die Anleitung hat 26 Seiten. Und die ist aufgebaut wie viele andere Anleitungen, dass das alte ausgegraut wird und das neue farblich dann dargestellt wird. Wir haben insgesamt 99 Bauschritte. Und dann sind wir fertig. Hier auf der Rückseite haben wir noch ein paar Sets mehr.
Irgendwie Polizei, Feuerwehr. Ja, also hier, die Bauersteinecke hat einiges jetzt von Kogo reingekriegt. Mal sehen, wie interessant das ist. Dann könnt ihr euch jetzt hier in dem Video ein eigenes Bild machen und dann hinterher mal bei ihm auf der Seite gucken, ob euch davon was interessiert, was er noch da hat. Und ja, ich packe euch unten einen Link rein zu dem Set hier. Und ja, dann würde ich jetzt sagen, starte ich durch. Ich pack die Teile aus, fange an zu bauen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, so, wir haben bis Schritt 5 gebaut und als erstes erstmal dieser Teiletrenner. Das ist ja irgendwie, würde ich mal sagen, der Lego-Teiltrenner, wo sie an den Seiten nur diese Teile rangehängt haben, um das Design abzuändern. Erschließen tun sich mir die nicht. Soll man sich da zur Reserve so die Pins reinstecken, die man dann später zum Bauen braucht? Sowas, wie es auch irgendwie teilweise für Schrauben und Nägel gibt, dass man die sich irgendwo ransteckt. Zum Rausholen wüsste ich jetzt nicht, dass das irgendwie eine großartige Funktion haben könnte. Ja, keine Ahnung. Wenn von euch jemand eine Idee hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Gut, ansonsten haben wir bisher das hier gebaut. Wir bauen ja jetzt als erstes diese Felsbohrmaschine, um dann irgendwie das Gestein zu lockern, wo dann der Kristall drin ist. Steinequalität super. Also auch die Fliesen sind größtenteils wirklich überhaupt nicht zerkratzt und richtig schön glatt. Wie sieht das eigentlich mit den Fenstern aus? Wo habe ich die? Gucken wir uns die mal an. Ja, doch, die sind, da sind schon Kratzer drauf. Das ist wie immer kein Unterschied. Okay. Aber ansonsten gehen gut zusammen und haben eine super Klemmkraft. Also richtig tolle Steinequalität. Da kann man überhaupt nicht drüber meckern. Gefällt mir sehr, sehr gut. Kann man nichts falsch machen. Richtig schön stabil, ne? Haben eine gute Klemmkraft hier. Ich weiß nicht, ob man das so wahrnehmen kann. Oder hier diese kleinen. Da muss man schon. Ja, also super. Gefällt mir. Ich mache weiter mit Schritt 6. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, und wir haben das erste Fahrzeug fertig. Ja, ist eine Welle hier. Also nicht, liegt nicht am Fahrzeug, dass das eben so bumm gemacht hat. Ja, so sieht's aus. Wir haben hier vorne die Scheibe, die, wie gesagt, leider zerkratzt ist. Hier zwei orangene Lichter. Hinten zwei rote Rücklichter. Hier kommt irgendwie nichts dran. Oder habe ich das übersehen? Jetzt muss ich nochmal eben gucken. Ganz kurz, Entschuldigung. Wundert mich irgendwie, aber da nicht. Nein, nein. Und nö. Nee, da kommt nichts dran an diesen Umkehrer. Ist dann einfach nur so zu ziert anscheinend. Lenkrad, hier zwei Tanks irgendwie, wahrscheinlich Benzintanks. Und diese Teile hier, die Bohrerteile, sind drehbar. Also die drehen sich jetzt nicht, wenn man fährt, sondern die muss man dann per Hand drehen. So, ne? Genau, rollt gut. Kann man nichts gegen sagen. Gucken wir uns einmal die Figuren an. Ich guck mal, wir haben hier Helme noch, die brauche ich. Frisuren haben wir nicht, wir haben nur Helme. Drei gelbe Helme und einen weißen. Und so sehen die Figuren aus. Sind eigentlich so, finde ich, relativ okay. Huch. Ach so, aber die Beine sind nur zusammenbewegbar. Das ist natürlich, nee, doch nicht. Sind doch alle einzeln. Entschuldigung. Ja, Druck ist in Ordnung. Rückseite ist aber nicht bedruckt. Arme normal beweglich. Und wer jetzt welchen Helm aufkriegt, weiß ich noch nicht. Und setze mir mal einen gelben auf. Dann haben wir hier einen in so einer Latzhose in Schwarz. Dem Gesicht kriegt auch seinen gelben Helm auf. Von hinten bedruckt sind die alle nicht. Nochmal Latzhose in Schwarz, ist es das gleiche? Ja, im Grunde genommen schon, ja. Ist auch genau die gleiche Figur von der Art her. Ja, ziemlich ähnlich vom Gesicht auch her, wie ihr seht. Und dann haben wir noch einen mit Brille auf und auch Latzhose. Der kriegt jetzt den weißen Helm auf. Und das sind die vier Figuren. Sind okay, finde ich. Also geht. Sie haben keine Noppenaufnahme hinten. Man könnte ihn jetzt hier auf diese zwei Noppen stellen, die hier vorne sind, was natürlich immer Quatsch ist. Weil sie keine Noppenaufnahme haben, ist da drin dann auch keine Noppenaufnahme im Sitz in dem Sinne. Also können wir ihn im Grunde genommen nur so jetzt hier reinpflanzen, was aber funktioniert. Und dann können wir auch mit ihm rumfahren. Also nur er ist eben nicht fest, ne? Aber funktionieren tut es auf jeden Fall. Dass man ihn da reinsetzen kann, das ist schon mal gut. Jetzt bauen wir als nächstes den Transporter, also der den Müll da wegbringt. Und da würde ich jetzt mit loslegen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir haben bis Schritt 21 gebaut und ja, so sieht es bisher aus. Die Länge haben wir hier.
Und hier vorne haben wir schon den Steuerstand angebracht. Hier die Breite mit zwei Lampen nach vorne. Warum eigentlich immer rot nach vorne? Ich weiß es nicht. Hier sind diese Dinger drin. Ich weiß nicht, ob die Bewegung zum Kippen reicht, aber mehr geht hier nicht. Weil dann schlagen die unten an. Dann hätte man hier noch eine Platehöhe dazwischen machen müssen. Dann würden die sich auch voll bewegen. Aber hier ist ja sowieso nicht mehr so viel Bewegungsspielraum. Also denke ich mal, soll das reichen. Wir haben 6 Achsen, also 6 Räder dann in dem Sinne. Und auch jetzt hier wieder, Stabilität ist gut. Also wenn ich jetzt hier drauf drücke, kann ich den abdrücken, aber das ist ja auch normal, weil das hier noch nicht überbaut wurde. Aber hier vorne, da muss ich schon, muss ich gleich mal wieder aufsammeln, schon ein bisschen dran ziehen, dass es abgeht. Aber es geht vernünftig ab, ne? Aber es fällt nicht ab. Gut, ich mache weiter mit Schritt Nummer 22 und dann bis gleich. Ja, so bis Schritt 33 haben wir jetzt dieses Teil hier zusammengebaut. Das ist noch nicht ganz fertig, das wird noch ein bisschen mehr überbaut. Wir haben jetzt hier fest verankert, hier diese Hubdinger, womit wir ein bisschen kippen können. Und hier hinten eine Tür, die so aufgeht mit so zwei 1x2ern mit Pins dran, die hier dann reinkommen. So. Das aus. Das sind diese Panels, die sind ja immer ein bisschen so ungerade, solange sie nicht von oben gekontert werden. Hier die Konstruktion, die das hier wieder festhält, wird auch noch überbaut. Und das mache ich jetzt weiter. Und dann baue ich, denke ich mal, den auch fertig bei der nächsten Überbrechung. Ja, obwohl das geht noch bis, also nee, das geht noch ziemlich weit. Bis Schritt Nummer 53, das wären ja noch 20 Schritte. Gucken wir mal, wo wir unterbrechen. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, wir haben im Grunde genommen jetzt doch schon bis zum Schluss gebaut, aber wir bauen das jetzt hier zum Teil noch zusammen. Wir haben jetzt das Teil hier fertiggestellt. Hier haben wir noch Verstärkung drauf gebaut, hier unten noch welche rangebaut und dann hier eingefädelt in die beiden und hier zwei Gelenke. Das geht noch ein bisschen schwergängig. Man kriegt es aber, wie ihr seht, ja, bis dahin gekippt und dann zieht man es raus. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und dass sich hinten die Lenke nicht lösen, weil das eben doch noch ein bisschen schwergängig ist. Aber ich denke mal, wenn man das öfters bewegt, dann, wie ihr seht, die vorne, die Dinger, die sind sehr schwergängig, so dass ich hier hinten die Gelenke lösen kann. Das ist so der Punkt eben. Muss man mal wieder festmachen hier. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ja. So. Okay. Aber ansonsten funktioniert es grundsätzlich. Vielleicht auch hier ein bisschen eincremen, wie das immer Daniela gesagt hat, diese Danielas Kernbausteincreme draufpacken, dann geht das vielleicht auch schon viel leichter. Dann haben wir als nächstes hier im Grunde um die Fahrerkabine gebaut. Das ist so alles recht rustikal, also so ein bisschen geht Kogo den Schritt so älteres Lego und überbaut nicht alles mit Fliesen, sondern lässt eben auch viele Noppen übrig. Hier haben wir dann im Grunde genommen das hier aufgebaut. Hier eine Lücke gelassen, damit eben hier der Bereich dann da reinpasst. Das kommt jetzt so drauf hier und passt dann eigentlich genau drauf. Mal gucken, ob ich alles angedrückt habe. Hier vorne fehlt noch. Das ist immer so, wenn man natürlich zig verschiedene Noppen andrücken muss, dann muss man das auch treffen. So. Okay, das sitzt. Genau. Das hier müsste eigentlich ja, denke ich mal, vorbeigehen, tut es auch. Also schließt hier auch genau ab, wenn man möchte. Das Dach kriegt man so nicht wirklich gut ab. Um dann eine Figur reinzusetzen, wäre das schon ein bisschen schwieriger. Könnt es mal probieren, inwieweit das geht. Ja, man drückt, ja, man nimmt das ganze Teil hier im Grunde ab. Also das ist, da müsste man dann hier sagen, man macht hier irgendwie weniger Noppen beim Fenster, vor allen Dingen vorne, weil das sitzt ziemlich fest. Dann könnte das gehen. Aber so ist es ein bisschen schwierig. Kinder kommen da vielleicht auch rein, da das hinzusetzen. Ich vielleicht auch, aber nee, ich glaube eher nicht. Also man muss das schon abnehmen, um in der Figur reinzukommen. Dann haben wir noch diese Front hier. Da kommen eigentlich überall so ein bisschen Aufkleber drauf. Ich lasse die jetzt bewusst weg, weil ich sag mir, ich werde das Set sehr wahrscheinlich nicht unbedingt aufbauen, sondern irgendwann weiterverkaufen. Und deswegen mache ich die Aufkleber jetzt mal nicht drauf.
weil das kann dann derjenige machen, der es dann kauft. Gut. Ich habe nämlich sonst in der Vergangenheit immer die Aufkleber drauf gemacht, aber ich habe festgestellt, beim wieder auseinanderbauen ist das dann teilweise auch ein bisschen blöd, ne? Ja, das ist einfach so, die sind zu schwergängig und hauen dann hinten die Gelenke weg. Das ist, ja, muss man ölen oder wie auch immer. So. Ich würde jetzt sagen, man macht das wieder so ran, dann sieht es am besten aus. Und jetzt fehlen im Grunde genommen nur noch die Räder, glaube ich. Ja, so größtenteils fehlen nur noch die Räder. Die mache ich jetzt nochmal ran, dann würde ich schon mal anfangen mit dem nächsten Teil. Und dann sehen wir uns gleich wieder und dann stelle ich ihn komplett vor. Alles klar? So Leute, wir haben jetzt nochmal unterbrochen. Also ich habe jetzt noch nicht an der Schürfanlage da gebaut, sondern erstmal nur den Transporter fertig gebaut. Im Moment seht ihr gar nichts, weil Amy sich da direkt vorgesetzt hat. Ja, hier ist Amy zu nah an der Kamera und zu groß, dass man sie nicht ganz drauf kriegt. Du müsstest mal da hinten hingehen, Amy. Ich nehme mal die beiden Wagen hier nach vorne. Und dann kannst du tippe bis nach hinten gehen, so, dich so rumdrehen. Und dann können die Zuschauer dich auch genießen. So, genau, so ist das toll. So, wir hatten ja den hier und jetzt haben wir den hier. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der hier ist ja einfach gebaut, aber okay, man kann damit alles machen, was man will. Der hier ist so ein bisschen so, ja, er rollt zwar ein bisschen besser. Ja, nee, das war das Rollen, Süße. Nicht erschrecken. Aber wie gesagt, dieses Klappding habe ich euch ja schon gezeigt. Und der Fahrer passt nur rein, wenn man den Helm abnimmt. Also ihr seht, die Kopfnoppe ist oben in der Platte drin, also in der Plate. Sonst passt das nicht. Das ist ein bisschen schade, finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, ja gut, also er sollte ja eigentlich auch vielleicht im Lastwagen seinen Helm, ja, kann ihn daneben legen, wie ihr seht, das geht schon. Aber auch, dass man das Führerhaus hier nicht so richtig gut aufkriegt, ist auch ein kleines Manko bei dem Teil hier. Außerdem ist hier hinten das, was ich vorhin gezeigt hatte, hier diese Trennung hier, die ist auch irgendwie immer noch so getrennt. Also wenn man hier ein bisschen zu doll hier dran reißt, dann kann es auch sein, dass man die beiden hinteren Räder mit in der Hand hat. Der ist also, jetzt geht irgendwie schon wieder, ihr habt sie auf jeden Fall kurz gesehen, der ist also nicht ganz so gut durchdacht. Also hätte man ein bisschen besser machen können, ist schade. Ansonsten hat man ihn natürlich dabei, aber nur mal so als Hinweise, was da jetzt nicht ganz so gut gelungen ist. Jetzt bauen wir die Förderanlage und da bin ich mal gespannt drauf, auf die Funktion, ob das so drehbar ist und alles so funktioniert. Und dann sehen wir uns gleich nach ein paar Schritten mal wieder, wenn so die ersten Ergebnisse da sind, würde ich sagen. Ja, so, und wir haben ein ganzes Stück gebaut und zwar bis Schritt 63, also von 54 bis 63, also 10 Schritte. Und bisher haben wir dieses Teil jetzt dann gebaut. Ja, das ist sozusagen der Teil hier vorne. Warte, ups, jetzt habe ich das hier in der Hand. Hier vorne, dieser Teil ist das hier, wo hier oben drauf die Förderanlage anfängt und hier, wo dieser Tresorraum ist. Und hier, das ist das ganze Teil, da sieht man kaum was von, weil das dann später überbaut ist. Auf jeden Fall aus dem Blickwinkel von dem Foto vorne. Ja, was ist das? Sieht aus wie ein Fels, noch mit Einschlüssen von Kristallen drin, keine Ahnung. Oder soll das die so eine Abraumhalde sein, was runterfällt von der Förderanlage und dann sammelt sich hier ein bisschen Kristallkram mit Felsenkram. Vielleicht finden wir das ja noch im Laufe raus. Ansonsten ist das eben einfach nur ja ein Ding da unter der Förderanlage am Anfang. Hier vorne wird der Tresorraum angefangen, denke ich mal. Hier schon für die Tür vorgesehen zum Einhaken. Und ansonsten haben wir hier viel mit diesen Paneelen gearbeitet. Hier, hier, hier. Da sind Paneele und hier auch und hier. Also und dann eben Fels rumgebaut, so ein bisschen Schrägdinger, dass das eben felsenmäßig aussieht. Auch hier vorne sollten wieder Aufkleber drauf. Auch die habe ich wieder weggelassen. So eine Hochspannungsaufkleber sind das. Dieser Blitz in Gelb. Könnt ihr euch dann jetzt denken. Die sind witzig hier, diese Teile. Die sehen nämlich von hinten einfach so aus. Die haben hier eine 1x2er, dann sind sie komplett offen. Und dann jetzt muss ich wieder die richtige Stelle finden. Da haben aber trotzdem eine gute Klemmkraft, obwohl sie so offen sind hinten. Okay, ich mache jetzt weiter mit Schritt 64 und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Schritt 63 ist erreicht und wir sind wieder ein ganzes Stück vorangekommen. Wir haben hier hinten den Fels jetzt fertig gebaut. Jetzt ist er komplett zu. Hier geht er auch recht hoch, wie ihr seht. Dann haben wir hier irgendwie ja ein Servicedach raufgebaut mit einer Leiter oder Klimaanlage oder wie auch immer.
hier zwei Stützen und jetzt hier diesen Tresorraum mit den Scheinwerfern und hier kommt nochmal ein Aufkleber drauf, so ein Tastenfeld. Und dann können wir den hier aufklappen und die Diamanten einlagern. Da hinten ist nicht ganz zu, könnte man also theoretisch einsteigen, aber gut, so genau nehmen sie das dann wohl doch nicht. Ja, hier hängt irgendwas runter, keine Ahnung, einfach nur so Zierde. Das ist Stand der Dinge. Jetzt fangen wir gleich an mit der nächsten Platte, nämlich hier diese Dreiecksplatte. Holen uns dann die nächste große dazu und fangen an, das jetzt langsam alles zu erweitern. Genau. Dann würde ich jetzt sagen, machen wir weiter. Ich bin gespannt auf das Ding zum Schluss, wie da die Funktion ist. Also der Spielwert, sagen wir es mal so, Funktion wird einfach nur sein, drehen und dann läuft das irgendwie rüber. Aber gucken wir mal und dann bis gleich. Ja, und wir haben jetzt bis Schritt 84 gebaut und im ersten Teil haben wir hier oben dieses Ding hier noch fertig gebaut, auf das diese Gerüstständer drauf. Ja, also irgendwie eine Plattform, wieder mit einem Scheinwerfer. Und dann haben wir angefangen, dieses Ding hier zu bauen, das Förderband. Man sollte ein mehr reinmachen, das hing aber sehr durch. Jetzt habe ich einen weniger. Jetzt hakt das irgendwie immer so alle paar. Mal gucken, was besser ist. Also man kann ja immer noch eins einfügen. Ne? Ich habe noch zwei Stück übrig. Also 24 sollten es sein. Jetzt sind 23 drin. 25 sind dabei. Gut, ich mache jetzt da weiter und schaue dann mal einfach, wie das jetzt mit dem verbunden wird. Und würde mich dann, denke ich, mal wieder melden, wenn wir die verbunden haben. Ja, und jetzt bin ich dann doch schon fertig geworden, weil so viele Schritte waren das dann gar nicht mehr. Ja, ich würde mal sagen, wir gucken uns das mal an. Das hier ist übrig geblieben. Ein paar kleine Teile und das war's. Dann haben wir hier noch in diesen Sachen noch einen Hammer, eine Säge, Benzinkanister und ein Beil. Kann man natürlich um viel mit verwenden hier, aber war jetzt in der Anleitung nicht angegeben. Und wir haben diese Lore hier mit drei Kristallen drin. Witzig ist, die hat sogar Metall. Also die hat richtig Metallachsen. hier haben wir eine Schubkarre auch mit Metallachse. Kann die eigentlich jemand in die Hand nehmen? Könnte schwierig werden, ne? Von der Breite her passt das definitiv nicht. Also in eine Hand kann er die nehmen. Aber naja, gut. Wir haben Massen an runden Fliesen bekommen, oder diese Rundnoppen, um hier Schutt drin zu haben in den Kipper. Und jetzt kommen wir einmal nochmal zu dem Teil hier. Wir haben hier unten jetzt noch zwei Werkzeuge, eine Schaufel und eine Spitzhacke. Genau. Wir haben jetzt hier das Laufband angebracht. Wir haben das noch ein weiter zusammenstellen müssen. Also das hatte ich falsch gemacht. Dadurch hängt das jetzt im Grunde genommen immer noch durch, aber dreht sich dann vielleicht besser. Wir haben hier eine Plate angebracht mit der Schiene drauf und eine Lore, die man da drauf hin und her schieben kann. Das ist aber jetzt nichts mit Rädern, sondern wir haben hier einfach so leicht erhöhte Kanten, die in die Schiene reinpassen und dann kann man sie bewegen. Auch nochmal mit drei Kristallen. Hier haben wir das dann alles verbunden. Hier ist so ein Schrägteil und hier irgendwie, ich frage mich so ein bisschen, wie soll der Schutt oder was weiß ich, die Kristalle hier denn reinkommen? Hier fehlt irgendwie ein Bagger, der das dann irgendwie reinhaut hier in dieses Teil. Also die Funktion ist ja die, dass das hier dann irgendwie da runterrutscht, man hier drehen kann und sie dann hier reinfallen und dann kann der Arbeiter die abholen und rüberbringen in den Tresorraum und da dann einlagern. Vielleicht noch vorher in diese Karre hier rein, dann hier rein in den Tresorraum. So, alle rein. Zu, wieder rüberfahren. Die wieder abkippen. Der fährt wieder zurück, holt die nächsten ab und so weiter und so fort. Genau. Also ein Spielwert hat das auf jeden Fall. Definitiv. Mit dem hier, mit dem. Vier Figuren. Die Teile hier, was zum Drehen. Also für Kinder ist das bestimmt was. Einzig ärgerlich ist er,
dass der eben hinten sehr doll schnell auseinanderfällt und man nicht so einfach hier an das Fahrerhaus rankommt. Das ist so das einzige Manko. Die anderen Sachen finde ich eigentlich vollkommen okay als Spielset. Kann man überhaupt nicht drüber meckern. Also Steinequalität ist super. Das hält alles toll. Spielwert ist vorhanden. Verschiedene Sachen, mit denen man spielen kann. Ja, also von mir kriegt das Ding Daumen hoch, definitiv. Trotz kleiner Mängel. Aber kann man, glaube ich, nichts mit falsch machen bei dem, mit dem Teil, wenn man das irgendjemandem schenkt, ein Kind. Das freut sich garantiert darüber. Damit wären wir dann auch durch jetzt mit dem Set. Ich freue mich, dass ihr im Video dabei wart mal wieder. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Über ein Abo freue ich mich natürlich immer, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Und über einen Kommentar, was haltet ihr von dem Set? Würdet ihr das eurem Kind schenken oder einem Kind von Verwandten oder selbst kaufen oder wie auch immer, würde mich wie immer interessieren. Ihr findet unten in der Videobeschreibung einen Link zu Fotos, Detailfotos, die ich immer mache, sowie einen Kauflink bei der Bausteinecke, von dem ich das auch bezogen habe, also von Matthias von der Bausteinecke. Zum Anschluss kommt nochmal mit Musik unterlegt die Fotos, die ihr auch in der Videobeschreibung im Link finden würdet, aber eben dann nochmal im Durchlauf jetzt im Video. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann und tschüss! For thinking, I'm just doing what I've always done. I'm gonna shoot you until you're resting in the doorway. Gonna knock you out. I'm gonna shoot you until you're resting in the doorway. Gonna knock you out. We're gonna knock you out. I'm just doing what I've always done. I'm gonna take you.